Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play. Ich möchte eigentlich in ein Dorf gehen und werde wieder vom Plot überrascht. Ja, wir kamen gerade auf den Plotwand. Ich mach den Opa. Währenddessen in einem anderen Teil der Welt, wo irgendwelche anderen Leute Zeugs machen. Achso, das Schiff. Wir müssen wieder quatschen, Verflucht, nun sind wir doch in ein Unwetter geraten. Achso, unsere Fahrt ein wenig verlangsamt. Zum Glück bloß nur geringe Wellen. Ich hoffe, Atmos stirbt nicht währenddessen. Das Gewitter wird schon noch vorbeiziehen. Ja, wird es. Er hat so einen dicken Bart. Asmus geht es schlechter. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir kommen bald an. Die Heiler werden ihm helfen können. Wenn er bis dahin überlebt und du meinst, er sagt, Asmus ist stark, er wird es schaffen. Er ist doch kein Übermensch. Macht er überhaupt im Spiel irgendwas mal? Verflucht, was geht da vor? Mein Schrei. Und das Schiff wird angegriffen von Wesen aus dem Meer. Fuck. Was zur Hölle? Lyria, bitte helf bitte die Matrosen. Ich kann nicht mehr reden. Natürlich. Natürlich. Alt. Ich habe ihn nur ein paar Heilkräge gelernt, Lyria. Die werden uns helfen. Ihr seid die Einzige, die was drauf hat. Lyria, schreite zur Tat. Was sind denn das für Viecher? Lasst uns vernichten! Ich spreche alle von den Kriegern so, dass alle wachschlappen. Oh ja. Und schon blutet mal wieder vor zu nehmen. Die arme Lyria, immerhin ist sie wach. Also wenn das so weitergeht, stirbt sie eher. Warum kämpft der blöde Aaron eigentlich nicht mit? Sitzt immer nur voll rum und ist, überlässt alles der Frau. Er ist alt. Der kann nicht mehr kämpfen. Das stimmt. Das würde ich so unterschreiben. Frage ist, es hieß ja, auf der Rüstung von Lyria ist dieses komische Wappen von dem Clan der Krieger und sowas. Ja. Stimmt, das sieht man auf ihrem Model gar nicht. Ich meine, ich sehe zwei riesengroße Brüste, aber wo ist dieses Zeichen? Und ich sehe nur ein blaues Stück, ich weiß nicht, ob es blau in die Rüstung ist oder einfach nur Stoff, aber sehr fetten, das sieht man immerhin. Vielleicht war Aaron noch abgelenkt. Guckt euch den Waschlappen von Wache an, Lyria ist zwei Köpfe größer als der mindestens. Der kniet gerade, weil er blutet. Er hat eine Schürfwunde. Ja, aber guck, sie blutet auch und sie ist definitiv größer. Ja, sie hat halt Kopfschmerzen. Warte, hatte ich irgendwer geschrieben, dass Lyrias Modell eigentlich das von einem Kerl ist? Das weiß ich gar nicht. Also irgendwie entweder ihr Laufmodell oder ihr Kampfmodell ist das von einem Kerl, deswegen ist sie auch so riesig. Eigentlich ist, glaube ich, ihr Gesicht von einem Typ. Ja, das ja. In Vampire's Dawn 1, also das Faceset, müsste da eigentlich auch schon vorgekommen sein. Ich meine, da war es einer aus dem Königsstaat, irgendwie so. Ich glaube nämlich auch. Aber egal. Ah, wow. Das hätte ich... Yeah, Instakill. Das sollte ich nur noch einsetzen. Also Lyria Form kann anscheinend doch stärker als unsere drei Vampire, weil sie hat Instakill-Fähigkeiten, wenn sie mal treffen. Kamen da unendlich viele, oder wie war das hier nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Schlag diesen elenden Kreaturen die Köpfe ab. Nein. Gute Idee, nichts lieber als das. Oh, nehmt doch diese Heiltränke. Ja, gute Idee. Danke. Oh mein Gott. Lass sie leiden. Also irgendwie leckt das Bild gerade bei mir so ein bisschen, das Spiel generell. Könnte der Regen sein. Beziehungsweise halt die Übertragung. Bei mir ist es zumindest flüssig, auf der Aufnahme auch. Zumindest so aus. Was mich enttäuscht, Lyria. Kein Sofort-Kill. Was ist das für Viecher? Mann, sind die hässlich. Na gut, sie kommen aus den Tiefen des Ozeans, ne? Damit, Lyria! Ja, doch, ich finde Babys tatsächlich hässlicher als die Viecher.
Verdammt, sie ist blind! Jetzt wird's unwahrscheinlicher, dass sie trifft. Los, Closer, da hat 538 Rettung! Soldat ist am Bluten und am Sterben. Und sie kann nichts treffen. Klonsoldat! Der für uns Klonsoldat! Tja. Oh nein! Am besten heilen wir den Klonsoldaten oder gleich. Gleich, ja. Hat er sich verdient, hat er gut gemacht. Danke, Klonsoldat. Habe ich schon erwähnt, dass ich diese Spielabschnitte mit Nuria furchtbar langweilig finde? Nuria, triff gefällig. Na toll. Hättest du mal nicht gesagt, sie soll treffen. Okay, wir haben ja. Abschnitten ist einfach, dass sie entweder zu 99,9% aus Text bestehen oder kämpfen. Oder Kämpfe. Und beides ist einfach nicht so cool in dem Spiel. Ja. Also sehr gut, sie hat getroffen. Yay. Mindestens noch zweimal. Also ich bin ja wirklich so ein kleines Vampire's Dawn Fangirl. Teil 1 und Teil 2. Ups. Aber so mittlerweile muss ich echt sagen, eigentlich sind die nicht so gut. Die haben ihre Momente. Genau. So denkst du, ja, voll cool. Und dann gibt's wieder so. Warum? Die haben Aska. Aska ist toll. Aska ist der Moment. Aska ist der Moment, genau. Das ist ja immer das Tolle, wo die Bell gespielt haben. Und dachte ja so, wir können das Bell mit dem Säbel spielen lassen. Allein so, das können wir doch nicht machen. Also, ich hätte als Kind gerne mit dem Säbel gespielt. Ich so. Als Kind ein Säbel spielen, ist cool. Ja! Ich habe als Kind mit dem Hammer gespielt. Er ist hier gespielt. Ich meine, mein Stiefvater hat mir beigebracht, wie man Hammer und Nagel verwendet. Dann haben wir cooles Unterstände gebaut aus Holzplatten, die rumlagen. Wie so eine kleine Geheimbasis. Okay, nicht schlecht. Und ich habe das Teil zusammengebaut. Leider hatte es ein offenes Dach, weil wir nicht genug Holz hatten. Na, Decke drüber oder so, dann geht das. Ja, dann haben wir genau zusammen mal gemacht haben, war, daraus hat er später den Stall für die Laufenden gemacht. Da hatten wir, hier Dingens. Ja, vorbei. Sieht so aus, als hätten wir es geschafft. Dann erzählen, gleich. Noch in Fähigkeiten war das kein Wunder. Immerhin beherrscht ihr Instakill. Ja. Aber ich sagen wollte, ist, wir haben dann so komische Pferde auf den Boden gehauen, dann haben wir darauf so ein komisches Ding drauf gemacht und wir sind halt Wachturm. Daran stimmt das. Habt ihr die Kreaturen vernichtet? Habt ihr? Ja, ich habe alle getötet. Eklige Viecher. Aber eure Matrosen waren ja nicht gerade die Meister im Kampf. Ihr habt uns ja gerettet. Ach, gut. Ich wusste, dass man sie auf euch verlassen kann. Dank euch musste ich überhaupt nichts tun. Und du, Tapfer, kriege im Kopf deine Belohnung, sobald wir in Mokou angekommen sind. Am besten köpfe ich ihn, damit niemand was mitkriegt. Vielen Dank, Saharon. Es ist meine Ehre, an einem neuen Vater zu kämpfen. Dann können wir endlich weiter. Wie ich einfach alle Kerle spreche. Du musst ja nicht, aber du wolltest. Ich hab da aber das Gefühl, ich krieg Männerstimmen besser als Frauenstimmen. Frauen weiß ich oft nicht, wie ich die sprechen soll, ohne dass es bescheuert klingt. Was soll ich denn sagen? Oh mein Gott. Eine Seefahrt ist lustig, eine Seefahrt ist schön. Wir sind angekommen. Das Lazzalantin ist wirklich ein wunderbares und schnelles Schiff. Schnell, wir müssen Asmus zu einem Heiler bringen. Okoran liegt ein wenig westlich von hier, wir haben es gleich geschafft! Oh toll, müssen wir noch mehr latschen, kein Bock! Lauf! Klong! Endlich! Lass mich raten, jetzt war Jaina schon hier, ach ne, tut noch nicht. Und sie kommt gleich garantiert! Hier, schau mal, da kommt eine Sauron, eine süße Lady! Mann, ist die Hirsche! Ich geb dir
dir gleich, süße Lady. Der Hand vom Hund ist dabei, schnell aus dem Kreis. Also, halte durch, du bist gleich da. Ich wette, wenn irgendwer versucht, mir an die Wäsche zu gehen, bringst du die alle um. Diese Wunde brennt höllisch. Oh, ich sterbe. Aber ja, ich würde auch sagen, dann haut sie um sich. Oh, verdammt, noch ein alter Sack. komm, den kannst du übernehmen, Kombi. Na klar. Ich fürchte, das sieht nicht gut aus. Warum kann er nicht einmal zur Abwechslung was klappen? Die Wunde wurde wohl mit einer magischen Waffe zugefügt. Sie war verflucht oder vergiftet. Fuck. Jaina, du elende Hexe. Ich hasse dich. Wer ist Jaina? Eine dumme Kuh. Die Hure, die uns angegriffen hat. Oh, also eine Frau. Wo kennt ihr ihren Namen? Sie... Ich weiß nicht. Darüber sind so unterhalten, meine nicht. Sollen wir... Jetzt kümmern wir uns erst einmal um Asmus. Ich kann leider nicht viel für ihn tun. Ich brauche die Hilfe der Heiler des Tempels. Wer ist das? Und wo finde ich sie? Im Tempel. Das sind die Heiler des Tempels. Nicht weit von hier im Nordwesten befindet sich ein Tempel des Clans. Dort befindet sich unter anderem die heilige Quelle, von der unsere Heilträger schöpfen, weil ich voll total heilig und voll geil ist. Außerdem ist aber auch unser Prophet, der voll cool ist und voll geil prophetische Sachen machen kann. Wie bitte? Euer Prophet? Ja, er ist erst vor kurzem im Tempel aufgetaucht. Natürlich haben wir ihm nicht geglaubt, weil wir Idioten sind. Ich meine, weil wir misstrauisch Idioten sind. Wir wollten erst einmal sehen, ob das, was im Urteil auch wirklich eintrifft. Doch wie ich dann feststellen muss, hat er recht. Er scheint nicht verkehrt zu sein. Er scheint nicht verkehrt, seine Ratschläge zu hören. Keine Ahnung, was dem heißen sollte. Von ihm habe ich immer Teleportsteine. Ich sollte mir wieder welche geben lassen. Man weiß ja nie. Ein Vorrat hier im Schloss ist leer. Weil ich nicht gewusst habe, um in Bordelle zu gehen. Kann ich mir gut vorstellen. Der Satz gerade machte keinen Sinn. Das lag aber nicht an dir. Das war... Man hätte sagen müssen, es scheint aber nicht verkehrt zu sein. Er scheint aber nicht verkehrt zu sein, seinen Ratschlägen zu folgen. Ne? Test lesen. Ja, Rechtschreibfehler und so. Ja. Weißt du ja, wie Asmus geheilt werden kann? Wenn nicht er, dann unsere Heiler selber. Na fein. Sieht so aus, als müsste ihn jemand besuchen und ein Heilmittel für Asmus besorgen. Einer meiner Ritter will euch natürlich begleiten. Es ist mal mir, euch begleiten zu dürfen, der Denuria. Gut, dann lasst uns beeilen. Yay. Nehmt dieses Brief, ich habe ihn an der Seelage geschrieben, weil er langweilig war. Erst für die Hand des Tempels, die werden Bescheid wissen. Viel Glück mit Denuria. Ich brauche kein Glück. Ein Brief erhalten. Ich habe Muskel. Und ihr, Sir Aron, erzählt mir besser, was passiert ist. Das werde ich. Sowas von gleich. Gleich, wenn die weg sind, damit wir denn nicht vorlesen müssen. Sehr gut, sehr guter Plan. Geh weg! Geh weg! Gott. Ach, stell dir wieder im Weg rum. Nur so ein kleines bisschen. Ich weiß nicht, wo ich das letztens hatte, Das ist ein typischer Fall von, du willst irgendwo lang gehen, das ist ein scheiß enger Gang und da steht ein NPC und du so, lass mich raus, lass mich raus! Das ist schlimm. Schlimm ist Manche das. Manche Spiele waren da sehr klug und haben eine Schiebemechanik eingebaut. Also wenn man gegen den NPC läuft, dann läuft einfach weiter. Ja. Haben sie sogar in Golden Sun. Auch das noch. In Golden Sun hätten sie einführen müssen, dass man sie wegschieben kann mit der Schiebepsy-Kraft. Geh mal weg! Ja, das wäre super! Das ist doch nur Regen, Lenuria! Wir schaffen das schon! Regen ist super! Das ist wenigstens eine vernünftige Einstellung. Asmus braucht uns. Aber Regen! Ich finde das nur geil, weil nur das Klamotten dann nachts selber ihre Titten sehen kann. Was ich halt irgendwie so krass finde, in diesem Spiel sind irgendwie alle mega schwach. Außer Nyria und die drei Vampire. Und der Werwolf. Und der Werwolf, ja, okay, sorry. Ja.
Guter alter Werwolf. Die ist ja schon in der Armee beigetreten und sie hat sich trainiert, damit sie schön buff sein kann. Und sie ist ja buff geworden dadurch. Aber hatten wir nicht gerade eben in der letzten Folge, okay, vorletzte Folge, wieder einen Abschnitt von Lyria? Ja. Ja. Ich meine, ich könnte es auch auf die Spitze treiben, wenn ich jetzt das... Also wenn wir als nächstes, wenn das hier fertig ist, das Schloss einnehmen, in dem die jetzt gerade sind, geht, glaube ich, die Story direkt weiter von denen. Warte, ich habe eine super Idee, was wir gleich erstmal machen können. Wir können Syrah das Baby beruhigen. Ich guck mal nach, was man da machen muss. Ja, ich habe es mal gegoogelt und wieder vergessen. Dubidu und Kuscheldecke am Ende. Könnte dieses Hühnchen mal sterben? System mit der Quest buffen, je nachdem, was man halt macht, wird man entweder böse oder man wird super gut. Also theoretisch müsstest du was Böses mit dem Baby anstellen, weil sonst aber weil das falsche Ende rauskommt. Ja, ich kann am Ende ja alle Menschen einfach umnieten, dann bin ich auch böse, das ist nicht das Problem. zum Baby umbringen? Nein, nicht umbringen. Schlafmittel benutzen. Das bringt das Baby um. Baby. Ach so. Weißt du schon mal für die Zukunft, falls du irgendwann mal noch Kinder haben solltest, Schlafmittel ist nicht gut. Der Chef aus Syrah ist tatsächlich der Fischbett und da hat jemand Baby mit Baby geschrieben. Baby. Geh weg. Kein Babü. Kein Babü. Okay, du musst... Wenn du es mir jetzt vorliest, habe ich es bis dahin wieder vergessen. Dann machen wir die Quest nach Syrah, dann machen wir dann die Quest. Genau. Ich hab doch ein Handy offen, also alles gut. Ich wollte ja hingehen, aber leider war das Spiel so, nee, wir machen jetzt das hier. Oh. Also den Teddybär kannst du ihm auch geben, du nimmst entweder den aus Zürich oder du kannst einen im Nestor kaufen. Ja. Aber das kostet und bringt keine Vorteile. Dann machen wir lieber die Sprechquest, dann ist es weg. Richtig. Und ich kann dir genau vorlesen, was du dann auswählen musst, damit du es hinter die ersten Baby aufhört zu schreiben. Vielleicht bekommen noch mal andere Kommentare von Aska und Walder. Wie riesen Chicken. Ach, geht doch, danke sehr. Fahr doch nicht so schwer, Lyria. Ja. Ich finde schon, es hätte ein paar mehr Mister-Skills. Vielleicht lernst du die später, wenn sie hoffentlich offscreen stärker geworden ist und wir nicht noch länger mit ihr rumrennen müssen. Ich fürchte, da werden wir kein Glück mit haben. Ja, ich weiß nämlich gar nicht, ob die Charaktere überhaupt leveln, wenn wir sie nicht spielen. Und ich glaube es nicht. Ich glaube nicht. Ah, oh, ganz viele alte Männer für mich. Okay. Das sind nämlich alle dieselben. Halt, Fester! Mein Name ist Lyria und ich brauche eure Hilfe. Das sind Klone, alte Säcke, das sind Klonheiler. Ich kenne euch nicht. Verschwindet! Ich habe hier einen Brief von Sir Aaron. Nimm! Einen Brief? Zeigt her! Ich weiß nicht, was es ist, aber dieser Gang von denen sieht voll vor Energie aus. Richtig so, ja, ich laufe. Das ist das schwungvolle Cape. Das könnte das sein. Das sind Swag-Opas. Hm. Oh Gott! Flüster, Flüster! Folgt uns bitte! Ich will die versuchen, nur an die Wäsche zu gehen. Gut, sie können die wahrscheinlich alle nicht das machen, wenn sie wollte. Die Opas im Pornokeller. Die ist bewaffnet, also. Ah, Schatz wohl. Bitte lass diese Truhe in Ruhe! Natürlich. Sogar mit einem kleinen Tränen-Emoticon, so sieht das aus. Natürlich. Das ist dieses, ich weiß nicht, kennt ihr das, manche Mangas, wenn die so dieses so Schweißtropfen da an der Seite haben, wenn die zum Beispiel irgendwas so, wenn die irgendwie unsicher sind. Ja, aber ich find's besser, weil es genau unter dem Auge ist, in dem Moment weint sie. Ich würde doch nur die Truhe öffnen. Hör zu. Vor kurzem ist ein merkwürdiges Wesen hier im Tempel aufgetaucht.
Es erzählte uns, wir sollten auf seine Worte hören. Das könne in die Zukunft sehen. Natürlich haben wir ihm nicht geglaubt, denn Magie ist für uns nichts Ungewöhnliches. Doch Wahrsagen ist mit keiner Magie dieser Welt möglich. Das Wesen, oder der Prophet, wie wir es seitdem nannten, erzählte uns, dass ein Krieg heranbrechen wird. Ein Krieg gegen die Elras. Das, obwohl die Elras schon vor Jahrzehnten vom Clan der Heiligen Krieger vernichtet wurde. Wir hatten sie vernichtet und die Steintafel in unsere Obhut gebracht. Doch, wie konnten wir ihm also glauben, dass die Elras wieder auf Erden wandeln und stark genug waren, uns anzugreifen? Doch laut diesem Brief ist es wahr. Die Elras haben Burg Yolah und Schloss Zaras eingenommen. Die Zeit des Blutes ist gekommen. Der Krieg des Clans gegen die verabscheuenswürdigen Elras ist aufs Neue entfacht. Wir müssen uns wappnen. Wir haben sehr viele tapfere Männer verloren. Und einen Koch. Ihr habt es gesehen. Ich war dabei, du Idiot. Ich war dabei. Und konnte nur knapp mit Asmus und Sir Aaron fliehen. Ihre magischen Fähigkeiten sind unglaublich. Seid ihr verletzt? Ja. Nein, aber Asmus hat eine magisch verfluchte Wunde. Sag nicht nein, wenn wir in einem Tempel mit Heilern stehen, während wir verletzt sind. Das klingt nicht gut. Die Wunde einer verfluchten Klinge ist nicht leicht zu behandeln. Und hat Aaron das nicht in den Scheißbrief geschrieben, oder war er zu faul dafür? Keine Zeit mehr. Aber ihr kennt ein Heilmittel? Vielleicht hat der Heiler auch nicht alles gelesen. Er nur so, Elras, ach du Kacke! Ja, doch leider haben wir nichts hier, was wir euch mitgeben könnten, Schatztruhen. Ey, du bist so nutzlos, du scheiß alter Sack. Amt, du musst nicht im Sterben. Ja, es ist nicht alles verloren. Wir müssen den Propheten befragen. Vielleicht weiß er Rat. Es scheint, als bräuchten wir nun mehr als einmal seine Hilfe. Wie wollt ihr ihn denn beschwören? Blutopfer? Bring mir ein paar Ziegen und dann geht das schon klar. Draußen laufen welche rum. Er hat uns ein magisches Symbol gegeben, mit dem wir ihn rufen können. Wir haben es bisher nicht ausprobiert, aber ich denke, das wäre ein guter Zeitpunkt, es zu versuchen. Reden wir jetzt tatsächlich von dem Symbol auf dem Boden? Das hat er denen gegeben? Wie so ein Teppich. Farbe gegeben zum Aufmalen? Worauf wartet ihr dann noch? Still jetzt, wir müssen uns konzentrieren. Oh, die Animation wird auch cool. Wenn sie nicht in Slow Motion läuft, ist das in Ordnung, ja? Das war's erstmal wieder für unsere Vampire hier bei der Comic Plays Vampires Dawn 2. Wenn es euch gefallen hat, dann guckt euch auch den nächsten Part an, der kommt dann wahrscheinlich wieder morgen. Mein Dank geht raus an meine Patreons, die mich unterstützen. Mein Dank geht an euch raus, dass ihr das Video geguckt habt. Und ja, viel Spaß mit dem nächsten Mal.